Freitag, 26. Mai. Leute, und ich bin wieder unterwegs. Wo ich diesmal hinfahre, ist ganz einfach erklärt. Ich gehe mit meiner BMW hier. Kennst du mittlerweile schon mit Gepäck Lohnrider? Und ich habe noch ein extra Zelt von Reaktiv Outdoor. Ich weiß nicht, ob Sie das schon kennen, aber macht sehr viel Werbung im Internet. Das ist diese 3-Sekunden-Zelt und der werde ich mal ausprobieren. Und wir gehen Enduropark Eschlingen. Viel Spaß dabei und jetzt geht's los. Zu reisen. Ja, ich freue mich schon. Aus dem Milchstädter See Richtung Eschlingen. Und dann gehen wir auch gleich das deutsche Gebiet. Erkundschaft. Das tut gut. Mittlerweile schon über 10.000 Kilometer. 3 Monate alt ist der Ruska. Mein Kumpel ist gewaltig. Ich liebe es. Welcome to Germany. Wir sind jetzt in Deutschland schon angekommen. Vorbeigefahren. Und Albert auf dem Weg und ich und Oskar auf dem Weg nach Eschlingen. Es ist schon da, es ist Hilfe! Heute werden wir genug kriegen davon. Ja, so und darüber. Ein Enduropark, ja. Heute wird die 360er Kamera einschalten. Speak low, stay in your room, try not to show. This life's a show, try not to glow. Way down below, oh, it's a lot of woe. And that's not a place where you would like to go. I've got cigarettes and brandy, which could come in handy if you just help me loosen up my hand grenade's fuse. Baby, don't refuse my truth, but it's up to you now to choose. I won't right for you, no matter.
Motorräder werden gerade gerichtet. In den Durapark. Wie geil ist denn das? Freu mich. Für die zwei nächsten Tage ist das meine Maschine. Sogar mein Name steht da. Yeah. Nummer 64. Immer. Boah, das ist anders. Lässig. Wenn nichts drauf ist. Obwohl es die gleiche Maschine ist, ist sie anders. Geht los, es geht los. Es fühlt sich gut an. Ah, ich bin so happy. Es fühlt sich sehr gut an. Es beobachtet er ein bisschen, wie wir tun. Aus! Muss man den Fuß auslagern. Fuß auf der anderen Seite. Albert hat das auf dem Ding, kommt nicht rüber. Cool. Geht schon. Sehr gut. Also sitzen, das wird lustig. Geht aber ohne Probleme, Wahnsinn! Oh Maria!
Wahnsinn! Andere Seite jetzt auch noch. Puh. Also tut sich schwer. Oh, das ist ein bisschen schwieriger. Das ist ein bisschen hardcore. Das kann der Albert nicht so richtig. Das ist nicht so einfach. Jawohl, jetzt kommt zu. Wo schaust du hin, Albert? In Sitzen, eine Runde in Sitzen. Das ist cool. Und dann der Fuß. Oh. Ich habe. Oh, das ist. Der linke Fuß auf der rechten Fußraster. Sitzt mein Schatten. Okay. Das wird ja lustig. Beide Knie auf dem Sitz. Das geht in die Finger. Mit einer Hand in der Her, nur mit einer Hand lenken. Wahnsinn. Puh.
kontrollieren, weil der gerne dann irgendwo ein bisschen nach innen gedrückt ist und sich einhängt. Das heißt, dann haben wir wieder dieses Thema, das bremst permanent, ja, und es wird die Hinterradkette bleiben. So, zum Thema Aufheben, zwei Varianten. Das eine ist das mit dem Rücken zum Bike, ne, dass ich hergehe. Ich nehme den Lenker. Nehme hier das entgegen. Wichtig ist, guck da mal, ob der Gang drin ist. Und wenn sie auf dieser Seite liegt, dann mache ich den Seitenständer noch raus. Nichts Blöderes, wie ich stelle sie auf und sie geht gleich auf die andere Seite wieder runter. So, dann Thema, ne, Rücken. Viele sagen, guck einfach mal weit weg, ne, dass der Rücken einigermaßen gerade ist. Und dann laufe ich im Prinzip nach hinten und drücke sie mit dem Doppel so ein bisschen hoch. So. Ja, jetzt kommt das einmal richtig an. Haben wir Wasser? Jawohl, haben wir Wasser. Juhu, Gatsch. Yes! Macht das einen Spaß? Leute, das ist verrückt. Cool. Geil. Wie ein Kind. Oh, I'm happy.
Yeeha! Kreis gemacht. So, Freunde. Echlingen, eine Reise wert, wenn ihr sowas trainieren wollt. Ja. Das ist jetzt schon kinderleicht, obwohl es noch Glück, Mixi! Boah! Ja. Hat das ist mein Finger? Und bremst. Okay. Ja, der Fuß war so kurz. Versucht es eng zu nehmen, nicht auf diese Sektion hier drauf zu fahren. Und das habe ich. Das habe ich gemacht. Bin war ich drin. Juhu! Unfall Nummer 2. Aber locker bleiben. Mein Fuß war so kurz. Aber so wird's halt nie. Schau da. Ich muss es noch einmal probieren.
Jawohl. Der Hund schafft es. Also Leute, ich sage es jetzt noch einmal. Ein Offroad-Training in Nächlingen ist es absolut zum Weiterempfehlen. Man nimmt so viel mit. Echt beeindruckend. Sehr coole Sache. Und es ist wirklich von allem da was dabei. Und sowas erwarte ich auch ungefähr in Albanien. Wer will's wissen? Also es klappt! Es ist nicht leicht auf dieser Stange. Liebe Freunde, ich probiere es noch einmal, aber eher nicht meine Stärke. Na, jedes Mal. Mittagessen kamen wir wieder zurück zum Park.